So, Glück auf zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen die Tilburg Trappers. Ich begrüße hier alle Gäste in der WRS-Lounge, alle Eishockey-Fans bei Spray TV. Ich fange an mit der Statistik des heutigen Abends. Der HIV unterlag den Trappers aus Tilburg am Ende mit 3:5. Wir hatten in der Hannibal Arena eine Zuschauerzahl von 1.004 Zuschauern und bei Spray TV eine Buchungszahl von 217. Vielen Dank an alle Eishockey-Freunde fürs Einschalten. Bevor wir zu den Trainerstimmen beider Coaches kommen, einmal schnell die Ergebnisse aus den anderen Eishallen der Oberliga Nord. Da haben wir das kleine Derby. Duisburg-Essen 1:6, die Scorpions schlagen Halle 3:1, Erfurt unterliegt den Hammer-Eisbären 2:7, Leipzig dreht das Spiel gegen Rostock und gewinnt 4:2 und beim Spiel Herford gegen die Hannover Indians, das um 20.30 Uhr angefangen hat, stand es nach gut 42 Minuten 1:2. Ich begrüße den Coach der Tilburg Trappers, Doug Mason, und unseren Trainer Tobias Stolikowski. Das erste Wort geht wie immer an den Coach der Gäste. Doug, zuerst natürlich von unserer Seite herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Das Spiel war natürlich kein besonderes Feuerwerk deiner Mannschaft, aber am Ende ein Sieg der Leidenschaft. Wie hast du es gesehen? Schon guten Abend. Die erste Drittel war total verheerend. Ne? Sie hatten ein sehr gutes Tempo in die Beinen und sie haben mit Geschwindigkeit gespielt und die Scheibe hat gut gelaufen und wir haben immer wieder hinter die Scheibe angelaufen und wir haben es immer wieder schlechter selbst gemacht, weil jedes Mal, dass wir die Scheibe hatten, wir haben die Scheibe wieder an den Herner gegeben. Das ist für mich Benzin auf dem Feuer und das haben wir gemacht und Herne ist immer wieder mit Schwung Richtung unser Tor gekommen. Cedric hat ein super erster Drittel gespielt für uns. Er hat uns die Chance gegeben, um wieder ins Spiel zu kommen. Zu Ende, dann schießen wir 1:0 auch noch. Das Glück war ein bisschen auf unsere Seite heute Abend. Das haben wir darüber gesprochen, über die zu viel Turnovers, die Passes recht auf genau auf den Schläger von Herrn Herne. Wir sind besser im Spiel gekommen in der zweiten Drittel, aber das war Herne war die ganze 60 Minuten stark. Tobi hat einen sehr guten Job gemacht, um die Mannschaft gut zu vorbereiten, um eine gute Vorbereitung zu machen für die Spiel heute. Das war eine sehr schwierige Aufgabe für unsere Jungs. Gott sei Dank haben wir die 3 Punkte. Wir haben noch immer eine Chance in eigener Hand, um den zweiten Platz zu übernehmen, um zu gehalten eigentlich, mit einem Sieg in Rostock Sonntag. Das heute, ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden mit den 3 Punkten. Danke, Doug. Kurzer Satz zu Jay Huisman, heute 3 Tore gemacht für deine Mannschaft. Wie siehst du seine Entwicklung bei euch und wie wichtig wird er noch in den Playoffs vielleicht für euch? Ja, das ist komisch eigentlich, weil die letzten 2 Monate ist Jay und Thies von Soos Nummer 4. Die spielen zusammen in einer Sturmreihe. Sie sind unsere beste und meiste konstanteste Spieler für die letzten 2 Monate. Aber sie werden nicht belohnt. Sie schießen keine Tore. Und heute, nach dem zweiten Drittel, habe ich Dennis, unser Co-Coach, ich habe ihm gesagt, das ist das schlechteste Spiel von Jay Huisman bis jetzt. Und dann schießt er 3 Tore. Und so komisch kann dieser Sport sein. Für 2 Monate wird er nicht belohnt. Heute Abend schießt er 3 Tore. Ich hoffe, dass er Sonntag wieder so schlecht spielt. Dann danke, Doug. Euch viel Erfolg für Sonntag und natürlich auch viel Erfolg für den weiteren Weg in den Playoffs. Komm gut nach Hause. Stolli, es gab wieder Lob vom Coach der Gäste. Am Ende haben wir gut gespielt. Am Ende, trotz Ergebnis, dann war es irgendwie brotlose Kunst, wenn es keine Punkte gibt. Wie siehst du oder wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, schönen guten Abend, Doug. Glückwunsch zum Sieg. Wir waren eigentlich gut auf Tilburg eingestellt. Wir wussten, Tilburg ist eine Top-Mannschaft. Es geht da für die noch um Platzierungen oben, ob zweiten oder dritten Platz. Das war uns schon klar. Erste Drittel, fand ich, haben wir richtig gut gespielt. Nur was wir vergessen haben, ist, die Tore zu schießen. Wir sind mit Druck rausgekommen, laufbereit, alles drum und dran, mit 4 Sturmreihen gespielt. Dann haben wir natürlich in diesem ganzen Spiel über 60 Minuten immer die Gegentore zum bescheidenen Punkt bekommen. Ganz paar Sekunden vor dem ersten Drittel Ende, dann im zweiten Drittel genau das Gleiche. Das ist natürlich das Momentum dann bei Tilburg gewesen. Wir haben ganze Zeit gekämpft, also nur, wie gesagt, wie es jetzt, wenn man die Saisonverlauf sieht, haben wir manchmal gut gespielt, auch
Gegner sagt immer schwer gegen Herne zu spielen, aber zum Schluss steht man dann da, ja, nicht mit einer Medaille, dann kriegt man vierten Platz, den Kugelschreiber. Ja, das ist bitter, aber wie gesagt, das ist jetzt für uns nicht das Spiel, wo wir uns jetzt drauf aufziehen müssen. Wir müssen jetzt mental fertig sein. Wir haben jetzt Sonntag nochmal ein Heimspiel und dann geht die Pre-Playoffs los und das ist so wie Playoffs und da müssen wir fertig sein und dann unser Gesicht zeigen und dann vielleicht auch das Glück ein bisschen zu erarbeiten. Dankeschön. Danke, Stolli. Ich denke, bei den kampfeslustigen Sätzen belassen wir es. Unser Coach hat gesagt, Sonntag, letztes Heimspiel der Hauptrunde, 18 Uhr geht es hier weiter gegen den Herforder e.V. Danach Pre-Playoffs dienstags auswärts und am Donnerstag zu Hause. Der Gegner steht noch nicht fest, Tickets könnt ihr aber bereits online buchen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, würden uns freuen, am Sonntag euch hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ciao. So, bei mir Matteo Stör, Spieler des Herner e.V. Matteo, Heimspiel gegen Tilburg. Am Ende muss man sich 5-3 geschlagen geben. Ja, man kann fast sagen, mal wieder geschlagen geben. Wie war dein Einblick vom Spiel? Ich denke, dass wir ganz gut angefangen haben, eigentlich besser waren als Tilburg. Nur über das ganze Spiel gesehen haben wir immer in den falschen Situationen die Tore bekommen. Also 3 Gegentore, die immer kurz nach dem eigenen Treffer waren. Das darf halt nicht passieren. Und dann kannst du halt ein Spiel gegen Tilburg auch schwer gewinnen. Man hat im ersten und im zweiten Drittel jeweils ein Tor ganz kurz vor der Pause bekommen. Ich meine, im ersten Drittel waren es 40 Sekunden, im zweiten waren es noch weniger. War man mit dem Kopf schon in der Kabine oder wie passiert sowas? Weiß ich nicht, wie das passiert. Darf eigentlich nicht passieren. Passiert uns leider auch nicht das erste Mal in der Saison. Ja, wie gesagt, darf nicht passieren, ist passiert. Aber weiß jetzt auch nicht genau, woran das lag. Kannst du was sagen, wie man sowas vielleicht künftig vermeiden kann? Einfach versuchen, nach dem eigenen Tor erstmal keinen zu bekommen und ein bisschen mehr auf die Defensive achten, als auf das nächste Tor zu gehen. Letztlich, wenn du jetzt das Spiel vergleichen würdest mit dem letzten Heimspiel gegen Essen, war schon eine Besserung, oder? Ja, gegen Essen, das war ja mehr oder weniger fast ein Totalausfall von uns. Da war es heute schon deutlich besser, deutlich enger, haben die Zweikämpfe mehr angenommen, beziehungsweise haben überhaupt mal welche gespielt. Das haben wir gegen Essen überhaupt nicht gemacht. Ja, wir können Sonntag ein bisschen nochmal ein gutes Spiel machen und dann sind wir bereit für die Pre-Playoffs hoffentlich. Auf Sonntag wollen wir jetzt zu sprechen kommen. Ist das letzte Hauptrundenspiel. Man empfängt nochmal Herford. Eigentlich ein Pflichtsieg, oder? Ja, was heißt Pflichtsieg? Wir wollen einfach uns ein gutes Feeling holen für Dienstag. Versuchen dann nochmal alles, was wir brauchen, aufs Eis zu bringen. Und wenn wir dann das Spiel gewinnen, wäre natürlich umso besser, um nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein zu tanken, bevor es Dienstag dann um die Wurst geht. Also ab jetzt Playoff-Modus schon an? Sollte eigentlich schon ab heute sein, haben wir eigentlich auch ganz gut gemacht. Wie gesagt, es war jetzt nicht alles schlecht, aber ja, ab jetzt oder ab heute. Alles klar, dann danken wir dir für deine Zeit und wünschen viel Erfolg. Dankeschön. So, bei mir TJ Spezia, Spieler des Herne e.V. TJ, nach der Derby-Niederlage gegen Essen, heute wieder eine Heimniederlage, heute gegen Tilburg. Vergleich mal einfach die beiden Spiele. Ja, also eine Niederlage ist nicht schön. Ich muss sagen, gegen Essen war es schon echt schwierig. Das ist natürlich ein Top-Team. Waren wir wirklich nicht konsequent in den Zweikämpfen die ganze Zeit und haben die Scheibe nicht einfach rausgebracht. Die erste Reihe von denen natürlich brachial. Genau, und heute hatten wir eigentlich ganz gutes Momentum im ersten Drittel. Aber da machen uns so ein bisschen die Tore am Ende vom Drittel, machen uns dann so ein bisschen das Momentum wieder kaputt. Also ich finde, wir haben heute besser gespielt als gegen Essen, aber ja, geht auf jeden Fall noch viel besser. Was waren denn Aspekte, wo du sagst, okay, das war heute deutlich, deutlich besser? Ich fand, heute waren wir ein bisschen besser in den Zweikämpfen. Da waren wir aggressiver, haben auch eigentlich besser in der Zone gestanden. Genau. Was sind noch Aspekte, wo du sagst, okay, da fehlt auf jeden Fall noch, da ist noch Nachholbedarf? Auf jeden Fall nochmal mehr Zug zum Tor, mehr Schüsse zum Tor und im Allgemeinen noch ein bisschen mehr, also bissiger sein. Auch an dich die Frage, ist der Playoff-Modus schon an? Das auf jeden Fall. Also heute war er auf jeden Fall aktiv, hat leider nicht so gut geklappt, wie wir uns vorgestellt haben. Aber ja, Sonntag geht's weiter gegen Herford und da müssen wir dann alles zeigen. Platz 9 wäre ja theoretisch noch machbar. Ihr seid ja punktgleich mit Rostock. Wäre auf jeden Fall ein Vorteil nochmal, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir würden gerne weiter oben stehen, aber
neunten Platz, ja, ist schön, besser als zehnter. Jetzt Sonntag nochmal gegen Herford, empfängt man hier wieder zu Hause, zweimal Heimspiel jetzt am letzten Wochenende. Sagt man, okay, auch so ein bisschen schon für die Playoffs oder sagt man, ey, jetzt alles oder nichts? Nee, also ich würde schon sagen, dass wir trotzdem hart arbeiten müssen. Es ist egal, welches Spiel es ist. Und wie du schon gesagt hast, ja, neunter Platz wäre natürlich schöner als ein zehnten. Und ja, trotzdem voll Power. Also da geht es geht nicht um alles, aber wir wollen da trotzdem unsere Leistung zeigen. Für, als möglicher Pre-Playoff-Gegner sind ja noch ein paar Vereine im Rennen, die es werden könnten. Hättest du da einen Lieblingsgegner oder ist dir das egal? Relativ egal. Also ich würde gerne gegen Erfurt spielen, gegen meinen alten Club. Aber ja, ich habe keinen Favoriten, also wir nehmen alles an. Da wollte ich genau drauf hinaus. Für dich wahrscheinlich dann nochmal so ein netter Beigeschmack, oder? Wenn man gegen die spielen muss? Auf jeden Fall, ja. Dann danken wir dir für deine Zeit, für das kurze Interview und wünschen viel Erfolg. Dankeschön.